Moin! Heute gehen wir Kaifu-Sohle in Eimsbüttel. Das Kaifu-Bad ist mit 125 Jahren übrigens das älteste in Hamburg. Und es ist super leicht zu erreichen. Mit Fahrrad, Auto oder Bus. Let's go! Moin! Moin! Hallo, herzlich willkommen! Vielen, vielen Dank! Wir würden gern einmal alles, bitte. Einmal alles, das heißt Sohle, Therme, Sauna und ein bisschen Schwimmen natürlich auch. Genial. Viel Spaß. Gute Erholung. Cool. Vielen Dank. Dankeschön. Ciao. Ciao. Die Sohle ist übrigens kein FKK-Bereich. Deswegen Badehose, Badehandtuch, Badelatschen, alles mit dabei. Könnt ihr auch hier leihen, wenn ihr wollt. Ganz genau. Aber wir wollen uns jetzt alleine umziehen, also ciao. Wow! Boah. Unfassbar schön! Krass, ey! Richtig schön restauriert und chillig. Das ist eine richtig schöne Atmosphäre, ey. Ich merke auch direkt das Salz auf der Haut, oder? Ja. Komm, wir gehen ins Wasser, oder? Ja. Okay, nice. Hi Jungs. Moin. Willkommen bei uns in der Sohle. Vielen Dank. Ja, ja, sehr, sehr schön hier. Ja, habt ihr Spaß? Richtig entspannt, ja. Mega. Ja, sehr gut. Wir haben ein paar Fragen. Sehr gerne, dafür bin ich da. Wie viel Salz ist eigentlich in so einem Sohlebecken? Wir haben hier bei uns 6% Salz. Okay. Wenn ihr vielleicht schon mal in der Nordsee geschwommen seid, das ist nur 3,5, das ist das Doppelte. Und wo kommt das Salz her? Das ist eine Sohle aus der Thermalsohle in Sülbeck. Okay. Ja, das wird da aus 400 Metern Tiefe gefördert. Da lagert das 250 Millionen Jahre ohne Umwelteinflüsse und wird dann hier reingegeben. Das ist sehr so beeindruckend. Ja, das sehr ist so nice. Rein, dass das sogar für medizinische Zwecke genommen wird. Okay. Und jeder dürft darin schwimmen. Man schmeckt es auch. Sehr gut. Sehr, sehr beeindruckend. Ja. Vielen Dank für die Infos. Vielen Dank, gerne. Wenn Fragen sind, kommt immer gerne auf mich zu. Machen wir. Dankeschön. Ein okay. Drink. Viel Spaß noch. Floating ist übrigens sehr gut für uns. Natürlich kann man das nur wissen und es wirkt auch nur, wenn man es regelmäßig macht. Es hilft gegen Stress und Schlafstörungen, Gelenkschmerzen oder Zerrung. Aber natürlich kann das jeder einfach nutzen. Es ist wirklich gut für alle, die einfach mal super entspannen wollen. Wenn ihr hier seid, solltet ihr einfach 2-3 Gänge a ungefähr 20 Minuten einplanen. Die Ruhephasen dazwischen solltet ihr auch nicht auslassen von vielleicht jeweils 20 Minuten. Was auch geil ist, hier spielt die Musik auch unter Wasser. So, jetzt mal kurz eine Pause vom Floaten und ab in die Sauna.